Moin zusammen und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Diesmal sind wir beim Ladehub Kreuz Kamen von ENBW. Einige Honda E sind heute schon zusammengekommen beim zweiten Treffen. Gehen wir doch mal rum. Gerade mal ein bisschen umgeparkt. Immer schön im Wechsel. Grau und blau. Und dann wieder weiter mit grau und blau. Gucken wir mal ganz kurz hier hinten auf dem Ladepark. Einmal ein schneller Rundgang für euch. Wir sind uns hier nämlich herrlich am Unterhalten. Ja, sind alles 300 kW Ladesäulen und es gibt zweimal AC. Da hänge ich vorne nämlich auch gerade dran, weil ich gerade mal ein Balancing mache. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Hier haben wir einen Advance. Mit schönen Zubehörfelgen. Und das sieht nach der Originalreifung aus. Genau, Pilot Sport 4. Alles schön am Nuckeln. Gucken mal. Hat schon 96% im Akku. Ist also schon am Abbauen. 10 kW. Das ist ganz normal. Haben wir nochmal einen schönen Advanced, wobei das sind hier alles Advanced mit den 17 Zöllern auch. Das ist ebenfalls ein Advanced mit 17 Zoll. Der nächste Advanced mit 17 Zoll Felgen. Oh, jetzt kommt gerade ein LKW vorbei. Advanced 17 Zoll und dem Urban Paket. Das erkennt man hier an diesen Schutzleisten, die vorne und an den Seiten draufgeklebt sind. Dann haben wir nochmal ein Advance. Ja, Frontkamera ist drin. In dem Fall mit Zubehörfelge. Und dann kommt meiner, der ist ja schon eigentlich aufgeladen und der hängt momentan an AC und darf nochmal ein Battery Balancing durchführen. Dann gehe ich mal nochmal weiter. Dann haben wir noch Besuch bekommen. Das ist ein ehemaliger Honda E-Besitzer, der aus unserer Messenger-Gruppe, ich verlinke das dann nochmal, mittlerweile gewechselt hat auf den Mach-I. Hopp, einmal nach unten. Da ich ja gerade so schön im Schatten stehe, gehen wir mal hier lang. Also das Dach ist mal mit Photovoltaik. Günstigster Anbieter bei mir aktuell ist übrigens der ADAC E-Charge-Tarif von ENBW. 48 Cent die Kilowattstunde. Wobei die erste Säule läuft gerade im Kiosk-Modus. Wechseln wir uns gerade ab, Laden ist umsonst. Schöner ID3, Polestar 2. Hier noch ein E-Niro, Dacia Spring, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann haben wir noch ein Ioniq Classic, ne? Und ganz hinten steht noch mal ein Fiat 500e. Viel mehr gibt es ja eigentlich nicht zu zeigen. Sitzgelegenheiten, Mülleimer. Auf der anderen Seite ist noch WC. Wir können ja doch noch mal gucken. Schauen wir uns doch noch mal an. Moment, da nehme ich ja noch mal mit. Kostenloses WLAN. Und dann haben wir hier die Toilette und hier kann man halt auch mit EC-Karte bezahlen, kostet dann einmalig 1 Euro. Und
Wer es entdeckt hat, da ganz oben, da hinten, da wäscht noch gerade einer einen gelben Honda E. Also wir haben dann gleich noch ein weiteres Fahrzeug, was dazu kommt. Das soll es dann auch schon für dieses Video gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur zeigen, das zweite Honda E-Treffen hat stattgefunden, wie auch abgesprochen. War jetzt ein bisschen kurzfristig. Und es wird mit Sicherheit auch ein drittes Treffen geben. Zuerst waren wir ja beim Ladepark Kreuzhilden. Müssen wir jetzt mal überlegen, was wir dann danach als nächstes für eine Location aussuchen. Wer dann noch einen schönen Ladeort kennt, kann sich gerne melden. Bedingung ist, dass es halt auch ein bisschen was zu sehen gibt, dass man neben dran vielleicht auch mal auf ein stilles Örtchen kann und auch optisch ein bisschen was hergibt, vielleicht eine Kleinigkeit zu essen, so wie das in Hilden und auch hier der Fall ist. Also hier ist halt wirklich alles. Also wir haben hier einen McDonald's, einen Burger King, eine Tankstelle, einen Pizza Hut, ein Diner ist hier noch, so ein American Diner. Dann ist halt bei der Tankstelle noch was drin, ein Italiener, glaube ich, ist hier auch noch um die Ecke. Eine Waschstraße ist direkt mit dabei. Also hier ist ja wirklich für alle Sorgen gesorgt. Gut, ja, erst noch am sauber machen und dann haben wir gleich auch noch ein Gelb mit dabei. Dann soll es das gewesen sein. Macht's gut, bis dann. Tschüss.